Hallo zusammen und ja, willkommen zu der Allianz-Quest Tapfere Musketiere. Das ist eine neue Challenge-Quest-Variante für die Allianz und ja, wer hier mal sehen will, ganz kurz, so ist mein erster Durchlauf gewesen bei Selten. Bei Episch habe ich noch nicht viel gemacht, aber ich habe jetzt zumindest so viel Erfahrung, dass ich euch das Event so ein bisschen gameplay-technisch erklären kann. Das werde ich probieren. Wenn da ein Fehler drin ist, korrigiert mich in den Kommentaren. Kein Thema, jeder irrt mal. Und dann werde ich noch auf die Helden eingehen, auf die neuen. Und da mal schauen, ob es da mal wieder overpowered Mist gibt, um die Helden, die wir so hart uns vorher erzogen haben und hochgelevelt haben, komplett zu entwerten. Oder ja, mal gucken, was da dabei ist. Was ist bei dem Event interessant? Die Drachenbomben und die Diamanten werden zu Mutschilden und Mutjuwelen. Ja? Die explodieren auch anders. Die Drachenbombe, die kann man einzeln anklicken und die macht über einem und unter einem und links und rechts von dieser Drachenbombe explodieren quasi insgesamt 5 Steine, wenn man die Drachenbombe selber mitzählt, beziehungsweise das Mutschild. Und die Mutjuwelen, die verlängern sich nach oben und unten, nach links und rechts, bis sie am Rand sind. Das heißt, da explodieren 7 von links nach rechts und 5 von oben nach unten, einer ist doppelt 14 Steine. Und natürlich alles, was da ausgelöst wird, wenn es dann noch was anderes trifft, was explodieren kann und so weiter und so fort, explodiert das natürlich mit Kettenreaktion inklusive. Diese zusätzlichen oder diese veränderten Steine haben auch noch den Effekt, dass sie mehr Schaden, also nur dieser Stein, mehr Schaden verursachen, je länger sie da liegen. Es geht 20, 40, 60, 80 bis zu 100%. Das ist nicht unbedingt der exakt doppelte Schaden, diese 100%. Habe ich festgestellt. Könnt mir korrigieren. Vielleicht habe ich mir einfach verguckt, aber das sah einfach mal verschärft komplett anders aus. Als ob das der Angriffswert erhöht wird. Und der Angriffswert lässt den Schaden nicht linear erhöhen. Ja. Das ist der hauen die hauen halt richtig rein. Und ja, deswegen sind die manchmal nicht ganz schlecht. Natürlich müssen sie in der Farbe sein, wo ihr Helden dabei habt. Ansonsten machen die trotzdem nur einen Schaden. Ja, logisch. Dann wiederum. Warum scrollst du jetzt automatisch nach oben? Na klar, die Helden dieser Familie, die kriegen Bonus. Das ist ja vollkommen normal, ist ja in jedem Event mittlerweile so. Das mit dem Alle für einen habe ich erklärt. Extra Herausforderung, ja. Alle 3 Runden bekommen alle Gegner für 3 Züge, also eigentlich für die volle Dauer, Buffs. Und jetzt scrollt das Scheißding schon wieder automatisch hoch. Sämtlicher Schaden, den Gegner erhalten, wird für 3 Züge um 50% verringert. Alle Gegner kontern mit 100% des erhaltenen Schadens, also Gegenangriffe, ja. Und das geht sowohl Specials als auch Steine. Das wiederum kann man entfernen, wenn man ein Mutschild oder ein Mutjuwel auslöst. Das heißt, ihr solltet eigentlich immer irgendwo daran denken, dass ihr ein Vierer- oder Fünfer-Kombo macht, dass ihr die auf Lager habt, dass wenn dieser Debuff kommt, dass ihr direkt die drücken könnt. So ist die Grundidee. Ja, da habt ihr mit dem Mist nicht zu kämpfen. Natürlich ist es schwierig. Alle Gegner haben Mana-Balken und haben dann auch noch Specials, die sie auslösen, zusätzlich zu den Auto-Attacks. Wenn ihr nur auf maximale Kombos spielt und die alle auslösen, kann das auch sein, dass sie einen von euch wegsnipen. Das macht es ein bisschen tricky. Ja? Und dazu gibt es noch, zack, die absolute Entschlossenheit. Und das ist, was einige Leute nicht, wo einige Leute sich irgendwie drüber ärgern oder das nicht ganz kapieren. Jedes Mal, wenn du eine Spezialfähigkeit oder einen Kampfgegenstand verwendest, werden der von den Feinden erlittene Schaden und das von Helden wiederhergestellte Mana exponentiell reduziert. Exponentiell heißt, es wird eine Parabel. Am Anfang nimmt es nur ein bisschen ab, den Schaden, den ihr macht oder das Mana, das ihr bekommt. Je mehr ihr macht, in einer einzigen Runde, desto krasser wird es. Kann dann halt sein, dass der scheiß Mana-Trank nur noch 1% Mana herstellt, wenn ihr einen Haufen anderer Items oder Specials vorher geschmissen habt.
Genau. Die Schadens- und Mana-Reduzierung wird am Anfang deines Zuges zurückgesetzt. Das heißt, wenn ihr fünf Items nutzt, dann einmal einen Stein schiebt oder irgendwas macht, dann hat das nächste Item, quasi das Item Nummer 6, wieder die volle Stärke oder das Special Nummer 6. Ja? Deswegen, am Anfang in den ersten Etappen oder in vielen Etappen funktioniert das noch, dass ihr wie in den normalen Events alles runterslammt. Ja? Specials runterslammen und die Items, die Schaden machen auch und die Gegner fallen dann um. Das ist in den letzten Etappen seltenst der Fall, dass das funktioniert. Da muss man wirklich schauen, okay, wie viele Items drücke ich jetzt? Drücke ich jetzt drei oder vier Items oder drücke ich jetzt alle Specials? Und bevor ich jetzt, oder ich drücke halt die Haupt-Specials, die den Schaden erhöhen und der Held, der am Ende richtig reinwummert, den drücke ich als nächste Runde, nachdem ich einmal Steine verschoben habe. Ja? So entgeht euch nicht viel von dem Schaden, den ihr macht. Wenn ihr einfach nur durchkommen müsst, sind das die essentiellen Sachen. Ich werde es mal an dem Beispiel meines roten epischen Teams erklären. Ich habe hier den guten Buster dabei. Der erhöht den Schaden, den die drei getroffenen Ziele erhalten, prozentual. Also eigentlich erhöht hier alles den Schaden, den der Coin am Ende macht. Das heißt, ich werde die vier Typen, die linken vier, zündend und dann, also jetzt bei der Bosswelle am Ende, dann einen Zug machen, dann sind alle Debuffs noch drauf. Idealerweise, ja, es ist auch gut für Sun in dem Moment. Weil, wenn ihr viel Bewegung macht, geht der Def da noch weiter hoch. Und dann den Coin auslösen und dann müsste es scheppern. In der Theorie. Und das wollen wir jetzt einfach mal probieren, ob dem so ist. Natürlich muss man erstmal so weit kommen. Das ist vollkommen logisch. Und ich werde auch mal versuchen, darauf zu achten, dass ich hier. So, das war schon mal der erste. Auch ein paar von den Steinchen baue. Jetzt ist der Debuff drauf, aber da ich hier noch nichts reinspiele, ich habe eh kein Rot. Zack. Ist das jetzt noch nicht weiter schlimm? Jetzt haben sie nochmal den Debuff bekommen. Jetzt drücke ich den Spaß. Und es war auch wichtig in dem Moment, weil die Items, die ich einsetze, alter Verwalter, machen ja in dem Moment auch weniger. So, ihr seht, der kriegt kaum noch Mana, aber ich brauche die Heilung jetzt. Man kann natürlich auch mit dem anderen Wilbur spielen, aber ich habe so festgestellt, dass Heilung in dem Event echt nicht verkehrt ist. So. Aber ich kriege gerade keine Vierer- oder Fünfer-Kombination zusammen. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Und ihr seht, die hauen nach und nach zu. Ich habe echt ein mieses Board. Also lasst euch nicht davon erschrecken. Und hier zeige ich es euch jetzt nochmal. Wenn ihr die drückt, erst verschwindet der Debuff und dann geht der Stein rein. Ja? Also keine Sorge, dass da irgendwie Mist passiert. Ich brauche die Heilung, ey. Das ist belastend. Es ist massiv belastend. Normalerweise wollt ihr hier viel schneller durchspielen. Also das jetzt einfach mal, um die Mechaniken zu verstehen. So, zack, jetzt haben wir alle geladen. So, noch eine Runde. Zack. Und jetzt wird der noch einmal auslösen, der gute Kollege. Und ich habe einen Fehler gemacht. Kommt nämlich direkt der Gegenschlag. Das passiert, wenn man das Timing versaut. Ja? So, zack. Zack. So. Und jetzt versuchen wir mal die zweite Welle schlauer zu spielen, besser zu spielen. So. Zack. Jetzt kommt der Debuff-Mist. Ihr seht jetzt den theoretischen Diamanten und jetzt mal in der nächsten Runde, was ich gar nicht wollte. So. Aber hier die Theorie. Zack, 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 zack. Wegen mir machen wir noch einen Attack Down drauf. Nächste Runde ist ja alles wieder schick. Und jetzt haut der Colin richtig drauf. Gucken wir mal, wie viel die haben. Okay.
Der ist eh weg. Zack. Natürlich habe ich vergessen das Item. Ja, ihr seht, es gibt viele Sachen zu behandeln, zu beachten. Und das war natürlich eine Katastrophenrunde. Und jetzt versuchen wir das alles mal ein bisschen besser zu machen, indem wir nochmal reingehen und uns gut vorbereiten. So, zack. Zack. Das ist natürlich ein Traumstart. Das muss man jetzt einfach mal so lassen. Ich hätte die wahrscheinlich nicht wegmachen sollen. So viel zu Traumstart. So. Vielleicht kriegen wir ja einen Deal. So, zack. Zack. So. Und jetzt machen wir den. Was sollte ihn erledigen? Dann machen wir mal ihn und dann bereiten wir uns mal auf die Bosswelle vor. Ja, die Heilung vom Wilbur ist echt ein Witz, wenn ich das mal gerade so feststellen darf. So. Machen wir erstmal ihn an. Dann machen wir das. Vielleicht kommt ja Rot. So, machen wir den. Das sollte für ihn reichen. So, die haben keine Debuffs jetzt. Zack, 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 zack. Wir drücken mal das. Jetzt haben wir maximalen Effekt vom Cullen. So, und jetzt ziehen wir das mit den Items weg. Okay, genau. Ihr habt gesehen, 396. Da hat 1% gefehlt. Beim nächsten Item sind es dann 2, dann 4, dann 8, dann 16, dann 32%. Ja, ich glaube, mit der Annahme liege ich gar nicht so falsch. Wen es jetzt noch interessiert, das habe ich in selten genommen, das Team. Ich überlege gerade mal, ich zeige euch mal eine Runde, die erste Runde. Und schauen wir mal, ob wir irgendwie was kriegen, was funktionieren kann. Viel Blau wäre schön. Zack. Zack. Vielleicht fällt ja Blau noch runter. So. Ja, das dauert natürlich jetzt zu lange. Das ist kein optimales Board, um hier irgendwie den Highscore zu verbessern. Aber er ist verreckt. So. Und jetzt seht ihr gleich, 394 hat er nur noch gemacht. Und jetzt macht die natürlich nach und nach weniger Schaden, aber es reicht natürlich für die erste Welle. Für das erste Level. Aber gut war es nicht. Ist besser als mein erster Durchlauf. Da bin ich hier durch, wo ich gar keine Ahnung hatte. Aber jo, so funktioniert das Ganze. Grob durchdacht. Und jetzt schauen wir uns noch die Helden an. Und das ist, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Helden. Wir haben 5 5-Sterne, einen 4-Sterne-Held. Wir haben keinen 3-Sterne-Helden, was ihr auch hier an den Erscheinungsarten seht. Aber wenn wir nochmal hier reinschauen: 1, 2, 3, 4. Hier ist nichts doppelt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es sind 13 verschiedene Helden in der Theorie. Wir haben 6 bekommen. Also kann man sich ausdenken, dass da auf jeden Fall bei dem Event noch eine Reihe an Helden kommen wird. Vor allem ein 3-Sterne-Held. Kommt ja auf jeden Fall noch. Und wenn jetzt 7 noch fehlen, ich
werden vielleicht noch ein Dreier, noch ein zweiter Vierer und noch fünf Fünfer kommen, so grob gedacht, ja. Und jetzt müssen wir halt schauen, lohnt sich das jetzt schon zu ziehen oder macht es erst Sinn, wenn wirklich die komplette Auswahl da ist? Und wir fangen mal mit D'Artagnan an. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, aber ich meine ja. Und das Wichtigste bei diesen Helden ist meiner Meinung nach zum ersten Mal überhaupt nicht das Special, sondern die Familie. Der Familienbonus und das Passive. Okay, das Wichtigste, ja, okay, darüber kann man streiten, aber ich glaube, dass der Familienbonus noch nie so heftig war. Ja, wie hier. Wir gehen mal rein. Bonus für ein, zwei oder drei Helden. 50, 75 oder 100% Chance. Einen zufälligen Verbündeten für 6 Runden Deckung zu geben, wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit wirkt. Während er sich in Deckung befindet, wie gesagt, der Schnellste, der auslöst, D'Artagnan ist schnell, der macht das dann für 6 Runden auf irgendjemanden, der sich in Deckung befindet, erleidet der Verbündete keinen Schaden durch Angriffe mit Spezialfähigkeiten oder normale Angriffe. Ja. Dieser Charakter hier erleidet 90, 80 oder 70%, je nachdem, wie viele Helden der Familie da sind, den der Charakter in Deckung erhalten würde. Die, ja, Spott ist jetzt falsch gesagt. Ja, so ganz falsch ist es auch nie. Die nehmen halt einfach den Schaden weg von den Helden, denen er normalerweise zugutekommen würde. Und nehmen wir mal an, ihr habt hinten die Musketierhelden stehen, ein, zwei oder drei, und einer von denen deckt den Tank. Viel Spaß beim Tank umbringen. Ja, einfach viel Spaß beim Tank umbringen. Dieser Effekt kann nicht gebannt werden, endet aber, wenn dieser Charakter besiegt wird, also der, der gedeckt hat. Charaktere können immer nur einen Verbündeten gleichzeitig Deckung geben. Also man kann es nicht dispellen, aber man kann es eventuell mit, keine Ahnung, Wächterpanther, mit Hypnos und wie sie alle heißen, Franz, verhindern. Es scheint einfach nur ein Buff zu sein, den dann einer bekommt. Und aber dieser Buff ist ziemlich gut. Krass wird es dann noch, wenn das ein Held wäre, der sich heilen kann oder über Zeit heilt. Oder wenn Heilung über Zeit auf dem drauf ist. Oder noch ein anderer Buff, der ihn weniger Schaden nehmen lässt oder so. Ja. So. Jetzt schauen wir hier noch das Passive dazu an. Schaden bei besonderer Fähigkeit und Deckungsschaden. Wenn dieser Charakter Schaden durch Spezialfähigkeiten oder anstelle eines Charakters in Deckung erhält, besteht eine 60% Chance, allen Gegnern 20% des erhaltenen Schadens zuzufügen. Das heißt, wenn irgendeiner, also es ist ein Gegenschlag, wenn ein Sniper kommt, 500% Schaden auf das eine Ziel, er bekommt in dem Moment, also 20% von den 500%, also sagen wir 100%, geht aber dann auf alle. Also ist ja auch quasi wieder 500%, aber halt aufs gesamte Team. Mit einem Sniper würde ich dort nicht draufgehen wollen, wenn dort Leute gedeckt sind, ehrlich gesagt. Das ist, huh. Aber wahrscheinlich ist es egal, mit wie viel Schaden, wenn du mehrere von denen spielst und mehrere in Deckung gleichzeitig sind, dann ist auch AOE nicht so geil. Idealerweise verhindert man es wirklich, dass die Deckung aktiv wird. Wenn das geht. Aber ich gehe davon aus, dass es geht. So, und jetzt kommen wir mal zum Special von D'Artagnan, ja, bevor wir das noch vergessen. Er ist schnell, hat soliden Angriffswert, also hat einen guten Angriffswert und Def und HP sind solide. Fügt dem Ziel 500% Schaden zu. Das Ziel erleidet 849 Brandschaden über 3 Züge. Dieser Effekt wirkt sich auch auf benachbarte Gegner aus. Das spreadet also. Im ersten Zug kriegt nur, also so wie ich das verstehe, kriegt nur der mittlere, also den man gehittet hat, Brandschaden. Im nächsten Zug spreadet das auf die nächsten beiden und im dritten Zug kassieren das alle. Also so würde ich das jetzt verstehen. Und das ist pro Zug. Jetzt muss ich ganz kurz rechnen. 283. Ich glaube 283 Schaden. Und da ist noch kein Wappen drauf.
Da ist noch keine Truppe berechnet, da ist noch kein Limitberg drauf. Nicht verkehrt. Und diesen Schaden über Zeit, den, ja, den kann man mit DevUp nicht begegnen oder mit Attack Down. So, Artemis. Artemis hat, ist ein Waldläufer. Jetzt müssen wir mal gucken, was brauchst du denn? Ein Paladin, warum auch immer. Ein Waldläufer, Familienbonus ist gleich. Er ist mittelschnell. Ändert sich ja was beim Passive? Nee, sieht nicht so aus. Hat noch einen höheren Angriffswert und das ist relativ interessant. Fügt dem Ziel und benachbarten Gegnern 375% Schaden zu. Wenn ihr eine Domitia-Doppelkostüm und ihn hintereinander feuert, kann es sein, dass mit zwei Helden drei Gegner besiegt sind. Es kann nicht nur sein, ich denke, es ist relativ wahrscheinlich. Ja. Okay, dazu kommt verstärkt das Leben, also Überheilung aller Verbündeten um 30% des verursachten Schadens. Und wenn man bedenkt, dass er drei Leute so hart hittet mit seinem Angriffswert, nehmen wir mal an, er trifft beide, also nachdem die gute Domitia Doppel-C oder CC gezündet hat, er trifft alle drei für 1000 Schaden. Das sind 3000 Schaden. 30% davon sind 900. Ja, also je mehr Schaden er verursacht, desto krasser ist die Heilung. Ihr braucht in dem Moment keinen Heiler mitnehmen auf eurem lila Stack. Braucht ihr nicht. Wäre Blödsinn. Wenn er auslöst. Ich meine, wenn er auslöst, ist eh vorbei, aber zumindest für drei. Der ist heftig. Und dazu kommt noch, alle Helden sind für drei Züge immun gegen neue negative Statusveränderungen. Der Effekt kann nicht gebannt werden. Der ist bockstark, der Held. Diskussion Ende. Gut, dass der nur Mittel ist, sage ich mal so. Hätten die den schnell gemacht und wären von den 375 auf 300% runter. Einfach nur, um es auszugleichen, das Tempo, wäre der auch, wär der die Hölle gewesen. So, ja, er ist Mittel, aber hinter so Tanks, das ist der Witz. Also, wenn der hinter Miriam steht, dann hat er eine gute Chance auszulösen. Oder gegen Waterpipe. Und dann wird der richtig unangenehm. Das sage ich euch, der wird richtig unangenehm. Was der an Overheal macht. Hoi. Okay, bisher der geilste. Porthos, Barbar. Hier ist alles gleich. Auch wieder. Also, der hat mehr Lebenspunkte als die anderen. Angriff und Defensivwert sind ähnlich. Langsam. Ein langsamer Held, der einen relativ hohen Angriffswert hat. Das ist interessant. Verursacht 355% Schaden bei allen Gegnern. Das ist nice. Verändert die Stärke aller Eisschilde auf dem Feld. Plus 64% Angriff und minus 57% Angriff, wenn Def fügt Feuer zusätzlichen Schaden zu. Ja, das ist so ein J. Einfach mit mehr Bums und ist ein J mit mehr Bums. Mit massiv mehr Bums. Nett. Im Rush definitiv eine geile Nummer. Da will man nicht mit roten Helden entgegentreten. Ja? So. Oder der hat Spaß gegen rote Helden, sagen wir es mal so, gegen Khufu beispielsweise. Ja, das ist interessant und der wird auch. Ja. Die roten Titane, die fallen ja sowieso schon um wie die Fliegen. Weil eigentlich jeder irgendwie ein Element Death Down und ein Death Down und ein Attacker und J hat. Wenn ihr den jetzt noch habt, dann wird es noch ekliger. Ja? Dann werden die noch weniger Spaß haben. Also den kann man einsetzen im Rush und am Titan und eventuell in Challenge Events. Ja? Eventuell. Königin Anne. Mädels sind doch meistens Heiler. Also zumindest die, die so aussehen. Oder Spotter. Hat so ein bisschen was von Herzkönigin. Klerikerklasse. Deutet auf Heilung hin oder Support. Hier ist alles gleich. Ziemlich guter Defensivwert, ziemlich hoher Lebenspunktewert. Das ist auf jeden Fall Support oder Tank. Langsam. Okay. Der Wirker erhält Verspotten, was für 6 Züge lang verhindert. 6
Züge, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so Ludwig, das ist so ähnlich wie Ludwig, dass die Gegner Spezialfähigkeiten bei den Verbündeten des Wookers einsetzen können. 6 Züge im Rush ist ungefähr. Er löst einmal aus und bevor es abläuft, löst er wieder aus. Bei Ludwig ist das manchmal kontraproduktiv, weil dann das Mana-Stack wieder runtergeht für die Nachbarn. Ich glaube, bei ihr ist es nicht kontraproduktiv. Und alle Helden, und ja, auch für 6 Züge, alle Helden erhalten 65% Verteidigung, das ist ordentlich, und 44% Mana weg. Und hier wird es absurd. 44% Mana weg. Also wenn Ludwig auf der einen Ecke steht neben Alfrika und sie auf der anderen Ecke, dann gute Nacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Ludwig ersetzt, aber sie ist entweder eine sehr gute Alternative zu Ludwig, aber wir haben schon sau viel Grün in der Rush-Def stehen. Offensiv natürlich eine Bombe im Rush, also eine Granate offensiv, vor allem weil sie allen diese Mana weggibt. Und in der Defensive muss man halt schauen, ob man sie irgendwie eingebaut bekommt, wenn man keinen Ludwig hat. Ja, kann sie mit. Ansonsten keine Ahnung, ob sie oder Ludwig jetzt besser ist. Das sollen mal die Profis beurteilen. Aber auf jeden Fall definitiv für Rush eine richtig geile Nummer. Vielleicht auch mal eine richtig geile Nummer, wenn man irgendwo bei schweren Etappen vielleicht nicht weiterkommt oder im Turm, Ninja-Turm oder Magier-Turm. Wenn man da ein Problem bekommt, ist sie sicherlich auch eine richtig geile Nummer. Also, jo. Jetzt kommen wir. Okay, machen wir erstmal die Fünfer fertig und dann noch den Vierer. Wieder nochmal grün. Mönch. Ja, Pässe von Familienbonus immer gleich. Sehr guter Angriffswert. Echt schwacher Lebenspunktewert, aber dafür hat er viel Leben. Nicht Lebenspunkte, Schildwert und dafür aber viel Leben. Durchdringender Schuss sehr schnell. Okay, jetzt schauen wir mal, was er sehr schnell kann. Zerstört alle Lakaien vom Ziel. Fügt dem Ziel 470% Schaden zu und der Würger erhält 20% Mana für jeden zerstörten Lakaien. Okay. Der Angriff umgeht Defensivboni, schließt auch Gegenangriffe ein. Der macht alles so ein bisschen, aber er macht halt wirklich nur ein Ziel. Ich meine, sehr schnell 470% Schaden sind bockstark. Keine Frage. Die Frage ist, haben wir in Grün noch einen anderen sehr schnellen Helden, mit dem er hier kombinierbar wäre? Oder muss man ihn einfach zwei oder dreimal ins selbe Team packen? Ja, Kombination ist schwierig. Vielleicht geht er auch als Support-Held durch gegen die Miriam und Hulda-Devs. Ja, aber in dem Angriffs-Stack, in einem Zwei- oder Dreier-Stack sehe ich ihn eigentlich nicht. Sei denn, man hat ihn zweimal. Ich glaube, zweimal 470% vorher Minions entfernen macht ein Ziel weg mit 6 Steinen. Das ist auch okay. Aber alleine ist er eher wahrscheinlich in den kleinen Stacks als Supporter gegen diese Minion-Tanks anzusehen. Das mit den Gegenangriffen, ja, ist ganz nett, also mit dem Defensivboni umgehen, ist ganz nett. Aber ist halt situationsbedingt. Also schlecht ist er nicht, aber mit, wo haben wir ihn? Mit Aramis kann er nicht mithalten. Und jetzt schauen wir uns noch den Vierer an, ob der es wert ist zu ziehen. Magierklasse, Passive komplett das gleiche. Durchschnittliche Werte. Mittel fügt dem Ziel, also fügt 3 Zielen 165% Schaden zu. Also Ziel und Nachbarn. Das ist jetzt nicht wirklich eine Bombe. Beschwört einen Spionfeind für das Ziel und nahe Gegner. Der Feind greift mit 45% Angriff bei jedem Zug an. Das ist Medium. Der Spionfeind absorbiert Heilung bis 30%. Okay. Am Ende jedes Zuges stiehlt der Spionfeind einen der bannbaren Boni des Ziels und gibt ihn einem Charakter im anderen Team. Der bannbaren Boni. Okay. Also gegen eine
Boni heftige Nummer ist er, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Aber dann muss man den Gegner, es geht halt nicht darum, dass man den Gegner sofort umbringt. Ansonsten, das A kann er nicht. Und B, wenn der Rest des Teams das könnte, dann bringt das Stehlen ja nichts und dann ist er eigentlich komplett useless. Also, ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll. Der ist echt schwer einzuschätzen. Gegen Buff-heavy Teams ist er vielleicht nicht schlecht. Wir haben halt bisher Minions gehabt, die Boni geklaut haben. Jetzt haben wir Fiends, die Boni klauen und dann irgendwohin verteilen. Also irgendwo. Es kann auch sein, dass der gerade bei euch relativ low ist, einen Spot geklaut bekommt. Dann ist er down. Ja, wie gesagt, von Villiers, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Athos, situationsbedingt. König Anne hat ihre Anwendungsbereiche definitiv in schweren Etappen und im Rush. Porthos beim Titan, Challenge Event und im Rush. Aramis kann, glaube ich, auch wenn er nur Mittel ist, in der Def hinter Miriam oder vielleicht auch hinter Waterpipe glänzen. Und D'Artagnan, ja, ich glaube offensiv relativ witzig. Ist schwierig, ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll. Er ist auch schwer einzuschätzen. Man muss schauen, wie krass der Brandschaden dann sich eskaliert und so. Aber ja, also wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich Aramis und ja, vielleicht Porthos für Events und für den Titan. Aber ich ziehe nicht, weil, wie schon erwähnt, es werden noch mehr kommen in der nächsten oder in der übernächsten Allianz-Quest. Und ich habe das Gefühl, dass die dann noch krasser sein werden. Und die Helden sind jetzt nicht so, dass man die unbedingt braucht. Wobei, naja, die beiden, die sind vielleicht Dev-Material, wenn man beide hat, wegen dem Familienbonus auch. Wie krass unangenehm der wird, kann ich halt echt nicht beurteilen. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu dem ganzen Spaß hier. Ob das Ganze OP ist, hängt sehr vom Familienbonus ab, aber nur vom geschriebenen Wort, den jetzt richtig gut einschätzen zu können oder da eine Aussage machen zu können, das will ich mir nicht erlauben. Von daher, ich bedanke mich für alle, die bis zum Ende hier zugehört haben. Wünsche euch maximal Erfolge, solltet ihr pullen oder auch im Event. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.